Ja, hallo und herzlich willkommen zum Police Quest Driving Interface. Ja, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play Police Quest. Ja, wir haben das Navigieren einfacher gemacht, ja, weil es wieder zu schnell weg. Die Karte von Lytton, die du im linken Fenster siehst, wird in vier Quadranten aufgeteilt. Wenn du die Polizeistation verlässt, wirst du in dem unteren rechten Quadrant sein. Diese Karte wird dir immer den Quadranten zeigen, wo du dich darin gerade befindest. Von Zeit zu Zeit während des Spiels wird der Dispatcher dich informieren, dass du zu einem bestimmten Ort musst. Andere Male musst du einfach nur herumfahren, was eine, ja, Streife eigentlich auch so ausmacht, oder rausfinden, wo du hingehen solltest. Diese Karte benutzen. Ah, die Karte, die es bei der die's zusammen mit der Spielhülle gab, wird dir eine Hilfe sein. Dein Fahrzeug, ja, nebenbei ist das hier, das rote, das Rectangle. Ja, es zeigt dir, wo du dich befindest. Ah, und du kannst mit deinem Auge auch schauen, was da für Gebäude sich auf der Straße befinden. Genau. Die drei Kontrollanzeigen, also hier sieht man nur die linke, da wäre noch eine nach oben, eine nach rechts. Diese drei Dreiecke, ja, sind die ja, quasi Wendesignale. Wenn du mit deinem Handcursor auf das rechte klickst, wirst du bei der nächsten Abzweigung automatisch rechts fahren. Bei einer, ja, sicheren Geschwindigkeit. Das linke Signal funktioniert genau gleich. Wenn du geradeaus fahren möchtest, klicke auf den ja, geradeaus, auf das geradeaus Dreieck. Manchmal wirst du ein Stoppsignal sehen, dass es auftaucht in der Mitte, ja, des Armaturenbretts. Dieses Stoppzeichen bedeutet, dass du zu einem Stopp kommen musst an der Kreuzung, wo du gerade darauf zufährst. Um zum Stopp zu gelangen, musst du die Kreuzung, das muss ich mir jetzt notieren, das ist sehr wichtig, mit 15 Miles per Hour, also das sind etwa nach Adam Riesling etwa 23 Kilometer pro Stunde, also 15 mph oder weniger. Dein Fahrzeug wird automatisch anhalten. Um weiterzufahren, klicke mit dem Handy, ja, ist wieder weg. Die Bremse und Gaspedale sind rechts neben den Wendesignalen oberhalb des Armaturenbretts. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, auf das Gaspedal, ja, das rechte, um die Geschwindigkeit zu verringern, auf die Bremse. Maximale Geschwindigkeit ist 55 Miles per Hour. It's not just a good idea, it's the law. Also es ist nicht nur eine gute Idee, sondern es ist das Gesetz. Allerdings ist 55 mph ein bisschen viel, doch dazu noch später mehr. Die Sirene kann aktiviert werden jederzeit, wenn du dich im Streifenwagen befindest. Der Schalter befindet sich ja, unten rechts, also hier, beim Steuerrad. Geh mit deiner Hand drauf und aktiviere die Sirene. Und um sie wieder auszumachen, klicke wieder darauf. Nur der Streifenwagen hat eine Sirene. Wenn die Sirene an ist, kannst du bis 65 Stundenkilometer fahren. Und Quatsch, 65 Miles per Hour, also ja. Stundenmeilen sozusagen und pass through any, und du kannst jede Kreuzung hindurchfahren ohne abzubremsen, inklusive Stopp. Ah, das wäre jetzt wichtig gewesen. Schade, dass ich das nicht lesen konnte. Also wenn ein ja, quasi ein Delinquent neben dir vorbeifährt, schaltet eine Sirene ein, um ihn zu fassen. Ja, es geht mir jetzt viel zu schnell. Ich bin nicht zu schnell, Jungs. Ich bin kein Angelsachse. Also Highway 41, der Lytton Police Station, das Bezirksgefängnis und das Hotel de Foria können durch den Driveway, also die Autobahn, erreicht werden. Nein, nicht
Autobahn durch einen Drive, komm. Ja, um in den Driveway zu kommen, die Richtungssymbole benutzen. Freeway, Driveways are exits only, so be careful. Also sind nur Ausgänge, also Vorsicht. Du brauchst das Steuerrad nicht, die Zündung und das Mikrofon, das Funkgerät auch nicht. Solange die Schlüssel in deinem Inventar sind, kannst du fahren. Und solange du den Radioextender im Inventar hast, kannst du Dispatch informieren, falls nötig. Okay. Damit schließt dein ja kurzes Tutorial Police Quest Driving Interface ab. Wenn du unsicher bist, mit dem Augensymbol auf das ja Symbol klicken und es wird dir erklärt, wir lassen dich jetzt fahren. Okay. Eben das mit dem gut. Wir fahren jetzt einfach mal in Zeitlupe geradeaus, ostwärts auf der Lily. Kann man nicht irgendwie. Na egal, komm. Speichern wir einfach mal. Eins, genau. Jetzt gehen wir mal links. Ja, und eben, ich habe das mal nachgeschaut. Also in den USA ist es so, innerorts ist die Geschwindigkeit 25 bis 30 Miles per Hour, also das sind etwa, ja, kann man sagen, höchstens 48 Kilometer pro Stunde. Also, ja, eigentlich, also ich weiß nicht, in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, in der Schweiz ist 50 Kilometer pro Stunde innerorts, ist eigentlich generell, außer es ist was anderes signalisiert, sonst gilt eigentlich generell 50 innerorts und in den USA ist es eben 25 bis 30, allerdings eben nicht Kilometer, sondern Meilen und eine Meile hat 1,6 Kilometer etwa. Das heißt, wenn man jetzt 30 mal 1,6 rechnet, das gibt es 48. Jetzt kommt eine Meldung von Jerry. 8332, das sind wir. Wir haben eine Nachricht über einen 1180 bei der Fix Street zwischen der vierten und der dritten Straße. Bitte schnell antworten. Ich wiederhole, 1180. Fix Street, ja, zwischen vierter und dritter Straße. 1180 ist eine Verkehrskollision mit schwerer Verletzung. Okay, dann schalten wir mal schnell unser Ding ein und geben jetzt mal ein bisschen Gas. Das sind fast 90 Stundenkilometer, also wir rasen da recht. Muss ich da irgendwie antworten? Sind wir aber ziemlich schnell. Ui, und ist noch falsch gefahren.
Und zwar ist das dort, es ist wahrscheinlich der McDonald's, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wir trödeln hier ein bisschen rum. So, und jetzt nach rechts. So, vierte Straße, Fick, ja. Ja, und wir halten an. Uiuiui. Lightpole 1, Vehicle 0. Also quasi die, wie sagt man, wie nennt man das da? Mann. Och, Laterne 1, Fahrzeug 0. Also zahlreich. Na, schade. Naja. Also eben, wir sehen, das Wichtigste ist ja immer, dass man zuerst schaut, dass da der Verkehr weitergeht. Das wurde hier bereits getan. Oh oh, der sieht ziemlich, ja, tot aus. Es gibt eine Kopfverletzung und ein kleines Loch in der Nähe des Gebisses. Beide, also aus beiden tropft langsam Blut. Der Verletzte sieht nicht so aus, als ob er atmen würde. Tot. Egal wie viele Male du das siehst, du wirst dich nie daran gewöhnen. Gut, bevor wir hier jedoch, Entschuldigung, bevor wir hier weitermachen, beende ich brav die Folge und wir sehen uns, also ich werde noch schnell speichern und zwar nennen wir das Unfall. Ja, mit 2L Unfall. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.